Hallo, mein Name ist Marius Ebert. In dieser Videoserie kläre ich betriebswirtschaftliche Grundbegriffe. Hier geht es um Zero Base. Na, Zero Base soll das heißen. Zero Base Budgeting. Na, fangen wir mal hinten an. Was ist Budgeting? Als wir noch Deutsch gesprochen haben, nannten wir das Budgetierung. Und was wiederum ist Budgetierung? Budgetierung ist Geldmittelzuweisung. Zuweisung. Also wir weisen einen bestimmten Betrag, einen bestimmten Projekt oder Konzept oder eine Aufgabe zu. Geldmittel zuweisen. Wir haben hier das Geld und hier die Aufgabe X, das Projekt X. Das ist also der Akt der Geldmittelzuweisung. Zero Base, Zero Null. Null Basis, ja, Null Basis Budgetierung würde man das wörtlich übersetzen. Und man kann dieses Konzept nur verstehen, wenn man weiß, wie Budgetierung vorher funktioniert hat, ehe dieses Konzept kam. Also wir schauen uns jetzt mal an, gewissermaßen alt und neu. Und das Neue ist dann Zero Base Budgeting. Aber jetzt schauen wir erstmal das Alte uns an. Was war das Alte? Nun, wenn wir hier das alte Jahr hatten und hier das neue Jahr, wie hat man früher budgetiert? Nun, man hat zurückgeschaut in das alte Jahr, hat geschaut, wie groß war der Topf damals, dann hat man das irgendwie prozentual rübergebeamt ins neue Jahr, also einen prozentualen Aufschlag meistens, und hatte das Budget des neuen Jahres. Das heißt, die Grundlage der alten Form der Budgetierung war die Vergangenheit. Und auch die Angst, dass man gegebenenfalls einen Geldmitteltopf aus dem alten Jahr verlieren konnte. Speziell im öffentlichen Dienst war das ja ganz typisch, dass wenn man bestimmte Töpfe, also Geldmittel für bestimmte Zwecke in Form von Töpfen zugewiesen bekam, diese Töpfe unbedingt am Ende des Jahres noch leer machen musste, damit nicht etwa im neuen Jahr dieser Topf gekürzt wird, denn das wollte natürlich keiner. Man nannte das dann das Dezemberfieber, also wir müssen unbedingt im alten Jahr hier noch Geld raushauen. So. Und was ist nun Zero Base Budgeting? Zero Base Budgeting bedeutet, es gibt kein altes Jahr, sondern neues Jahr heißt neues Jahr. Wir schauen nicht in die Vergangenheit, sondern wir setzen im neuen Jahr auf einer Nullbasis an. Wir schauen also nicht zurück in die Vergangenheit, das ist streng verboten. Also hier dieser Rückblick hier, der ist streng verboten, sondern wir fangen bei einer Nullbasis an und begründen im neuen Jahr jede einzelne Geldmittelzuweisung. Dieses alte System war natürlich sehr einfach. Ja, man nahm den Topf, also die Größe des Topfes hier, musste man nur gucken, wie viel war das im alten Jahr, hat da 3% draufgehauen und schon hatte man das Budget für das neue Jahr. Das war sehr einfach. Zero-Based Budgeting ist sehr viel zeitintensiver. Warum? Man darf ja auf gar keinen Fall die Begründung des alten Jahres hier bringen. Das heißt, zeitintensiver durch Begründung. Ja, da man nicht von einer Basis des alten Jahres ausgeht, muss man für das neue Jahr jede Geldmittelzuweisung, jede Budgetierung separat begründen. Das ist zeitintensiver, aber natürlich aus vielfältigen Gründen, die ich gerade hier bei dem alten System geschildert habe, besser. Ja, also wenn man mal gefragt wird, was sind die Vorteile von Zero-Based Budgeting, dann braucht man sich nur anzuschauen, was sind die Nachteile des alten Systems. Vergangenheitsorientiert, Dezemberfieber, ja, das Geld wird relativ sinnlos rausgehauen, um es rauszuhauen. Ja, diese ganzen Dinge kann man hier bringen. Das sind also gleichzeitig die Vorteile von Zero-Base Budgeting. Das war's. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Dann gehen Sie zum Experten. Gehen Sie in meinen Shop.
www.spaßlein-shop.de ist Ihre Adresse. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.